Na, vielleicht, ja, komm. Ich hab ja am Ende irgendwie bei der Reihe dann was Vernünftiges. Eine Armbrust. Ja, für den zweiten Spieler eine Armbrust, bitte. Was kann ich für dich tun, Baba? Ich muss eine riesige Bestellung erledigen. Die Versorgungsabteilung braucht jede Menge Medizin. Und dafür musst du mehrere Infizierte auf einmal fangen. Nicht töten, sondern fangen? Wie soll das denn gehen? Hal, wir haben dir die Fallen eingerichtet. Ich erkläre es dir. Vor Ort wirst du einen modifizierten Container finden. Lock die Beißer einfach nur in den Container. Sobald alle drin sind, verzieh dich, ehe sie dir zu nahe kommen. Hau beim Rausgehen auf den Hebel, den Rest erledigt die Schwerkraft. Die Türen knallen auf beiden Seiten zu und die Drecksäcke hängen fest. Klingt gefährlich. Warum muss ich das machen, wenn ihr doch die Fallen eingerichtet habt? Weil wir was Wichtigeres zu tun haben. Und weil die Baba dich für absolut fähig hält. Das war nett. Keine Bange, wir machen unseren Teil schon. Wenn du deinen Teil richtig gemacht hast, kommt oben Gas aus der Falle. Das tritt aus, sobald die Türen zu sind. Und schickt die Kleinen ins Land der Träume. Falls die überhaupt träumen. Und wie soll ich Proben kriegen, wenn die da drinnen gefangen sind? Das ist unsere Aufgabe. Sobald die Jungs feststecken, ist deine Arbeit erledigt. Wir kommen später dazu, holen uns das, was wir brauchen und bringen es zu Baba. Okay, das hört sich gut an. Super. Diese Medizinmenge wird etliche Leben retten. Und es müssen ja viele Leben gerettet werden. Die Fallen befinden sich auf Lighthouse Island, Aiden. Pass auf dich auf. Oh Gott, Lighthouse Island. Waren wir das schon? Ja, keine Ahnung. Gar nicht. Und warum stellen sie das Ding nicht direkt vor der Tür auf? Das sind doch überall so Viecher. Oh, diese Karte. St. Paul. Ach, das ist doch... Ach, das oben. Dort, wo wir gerade hergekommen sind. Okay. Ja, gut. Ach so, das jetzt, jetzt sehe ich's. Ach so, das ist... Vier Beißer, ja. Ach, das ist dieses... da, wo wir gerade waren hier. Genau. Ja, dann verschlafen wir die Nacht jetzt und dann können wir das ja ganz gemütlich machen, wa? Genau. Haben wir keinen Stress. Ja. So, wo ist es denn in die Richtung schon wieder? Hey Jungs, alles frisch. So, wie viel Meter noch? Ach, geht der Container da hinten? Im Prinzip. Was? Was? Da wird wieder irgendwo einer aufgehängt? Was? Die wollen mich hängen? Ja. Ich hab das. Und wird aufgeknüpft. Ich hab es nicht gesehen, wo das jetzt war, keine Ahnung. Ich hab's bloß gehört. Ja. No. Wir kommen eh wieder zu spät. Wahrscheinlich, ja. Okay, hoppa. Achso, es ist diesmal die andere Insel. Also, aber wir müssen jetzt hier wieder über die Brücke drüber und dann. Diesmal ist es hier diese rechte Seite hier. Ja. Da drüben rein. Okay. Okay, diese Armbrust ist echt gut, du. Oh. Finstere Gesellen hier. Der Mützenmann! Und man kann durchaus sogar die... Ich weiß nicht, ob man wirklich alle Armbrustbolzen wieder aufheben kann, aber ich kann hier durchaus immer was aufheben hier. Siehst du den noch hier drin? Weil ich... Okay, ja, den hast du nämlich gerade aufgesammelt. Sehr gut. So, vier Stück soll man reinlotsen. Echt, man rennt da einfach durch. Nix. Wir müssen die. Also, ich hab jetzt. Erstmal einsammeln. Oh, hier ist noch ein Los Dicos Klopsus.
Auch noch, na klasse. Ich sammle die gerade mal alle ein hier. Und die müssen. Jungs, kommt mal hier mit rein. Und wo genau müssen wir die hier rein dann? Ach so, in das Ding hier, okay. Geh du mal hier oben drauf auf das große Ding und such mal den Hebel. Ich sag dir Bescheid, wenn Viere drin sind. Ist der Hebel nicht, ist der nicht drinnen, der Hebel? Ne, hier, am Ende ist doch hier so ein Knopf, oder? Am Ende ist ein Knopf. Mal nicht umbringen, die brauchen wir ja drin. Hm? Ach, hier ist der Knopf. Jungs, kommt mal rein hier. Hm? Eins, zwei, Mist, das reicht noch nicht. Ist das mal, weil ich kann diesen scheiß Knopf gar nicht drücken hier. Vielleicht müssen von vorne rein. Wow, 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 wow. So Jungs, jetzt kommt mal hier mit rein. Eins, einer ist schon drin. So, das war Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Komm schon, lass mich mal los hier. Oh, warum bummelt denn der vierte so? Bist du von Arschgesicht? Alle hier rein. Drücken? Hab ich nicht. Oh, fertig. Oh, geil. Ich bin gerade noch beschäftigt. Ich bin gerade noch beschäftigt, hier Sprengbolzen auszuwählen, aber warum geht es nicht? Ich weiß nicht. Giftbolzen, Gefrierbolzen, Betäubung, Sprengbolzen. Wollen wir uns mit dem Dick mal unterhalten hier, oder? Ja, weil, ja, den wollte ich eigentlich. Aber die Sprengbolzen gehen gar nicht hoch, oder muss man die noch irgendwie separat auswählen, oder? Na, ganz regulär auswählen. Ja, habe ich gemacht, aber warum gehen die nicht hoch? Weiß ich nicht. Lass doch elektrifizieren hier. Oder musst du da irgendeine Taste drücken oder so dazu? Ja, das wär doch blöd, dass man dann auch noch eine Taste drücken müsste, oder? Ja. Nee, nee. Ach, Digga, sammelt doch mal nicht so. Hat er mich hier oben getroffen? Wow. Was aber lang, mein Freund. Wo hat's den hingehauen? Kopfschuss, wow. Oh, okay, keine Ahnung, warum ich Sprengbolzen nicht auswählen kann. Ist mir ein Rätsel. Wegknallt, ey. Schönes. Einmal Hacke Peter. Gut, Hacke Peter, wird kacke später. So. So, naja, dann gehen wir die Prinzessin mal beglücken, ne? Ja. Hier rum. Ist das so eine Serie, wo dann halt so ein Oberklops kommt und dann mal richtig guter Loot am Ende? Wahrscheinlich.
So. Rüber. Ach, Trottel. Spring auf die Mauer. Aua. Guck mal, wir sind's schon wieder. Hast du auch mal schwere Aufgaben für uns? Ich bin von meiner Fangmission zurück. Wie ist's gelaufen? Die Fallen sind ziemlich raffiniert. Sehr gut. Das wird mir helfen, wenn ich große Mengen Medizin herstellen muss. Fürs Erste hast du hervorragend gearbeitet. Hier ist dein Lohn. Ja. Das heißt, ob's schön ist? Aus dem EP? Oh. Aufputschmittel, Ausdauer, okay. Gut, können wir die schon wieder voll texten hier. Ist das tatsächlich, jetzt geht's gleich weiter, Jagen 3. Ja, machen wir das mal. Hast du wieder Aufträge? Mir fehlt eine wichtige Zutat zum Heilen von Brandwunden. Das klingt wichtig. Ist es auch. Ich brauche das Gewebe eines Flüchters. Oh Gott. Aber ein normaler Flüchter reicht nicht. Zum Glück wurde in der Nähe einer gesichtet, den ich brauchen kann. Er hält sich gern auf Dächern auf. Also pass auf, wo du hintrittst. Verstanden. Problem ist, der rennt ja halt weg, ne? Ach so. Mal schauen, ob er schneller ist wie ein Armbrustbolzen. Das ist eine Überlegung wert. Okay, wo ist der Knallfrosch? Auch irgendwo da drüben. Ach so, das ist, sag mal, das ist alles auf dasselbe Ding. Das ist ja gleich hier. Selbe Insel, selbes Glück. Da draußen irgendwo? Ach ja. Oh nein! 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 So, auf. Ach nee, der ist hier oben auf dem. Auf dem Haus hier irgendwie, hä? Ja, hier oben drauf. Hui! Muss man uns vielleicht ranschleichen? Also ich kletter schon hier. Ich kletter hier schon so eine Regenrinne hoch hier. Ja, ich bin schon auf dem Dach. Ich sehe nicht. 39 Meter ist er weg. Ich sehe ihn gerade überhaupt nicht. 30 Meter? Ja, also sehen durch ihn auch nicht. Also, aber da ist noch was im Weg noch. Punkt ist genau hier. Ach so. Das ist aber nicht so ein Ding, dass es nur nachts geht, oder? Sie hat hinten. Nö, das ist. Steht nichts davon, dass es nur nachts wäre. Aber wo ist er dann hin? Benutzen Sie den Überlebenssinn, um nach Spuren zu suchen? Also. Ah, hier, guck mal, da war. Guck mal. Wo führen die hin? Hier sind doch sowas wie Spuren, oder? Aber mal, führen die in die Richtung? Warte mal. Warte mal, ist der Heinz hier rein? Also ich sehe hier schon vielleicht so Spuren, aber... So hier in der Luke? Ja, der ist hier rein. Ja. Ich hab's ihn gesehen. Hm? Glaube ich zumindest. Ich krieg gar nichts mehr. Aber Spuren? So sehe ich jetzt eigentlich nicht hier drinnen. Siehst du Spuren? Jetzt nicht mehr hier unten. Aber da oben weh. Guck mal, wenn du so hier hoch guckst, da siehst du die roten Spuren. Oder sind das Typen? Spuren weg. Hä? Also großartig Spuren habe ich oben gar nicht gesehen. Also zumindest nicht, dass die in irgendeine Richtung weisen würden oder so. Jagen Sie den glühenden Flüchter. Sind das die Spuren? Nee. Ja, hier diese roten Dinger hier. Warte mal. Muss man die untersuchen oder wie? Ach, jetzt habe ich es. Okay. Ach, jetzt habe ich es untersucht einmal. Jetzt ist nämlich. Punkt habe ich nicht gesehen. Jetzt ist nämlich der Punkt, nämlich der da hinten irgendwo. Also, jetzt, okay. Also, jetzt ist aber auch irgendwie der Punkt wieder weg. Also. Hier ist er durch.
Dann rüber. Ja. Auf der anderen Seite, oder was? Da wird hier abgesprungen sein. Ich sehe auch keine anderen Spuren. Ja, der muss hier abgesprungen sein, ja. Der ist hier oben. Ja, der ist hier oben. Hier lang, hier lang. Okay. Wie viele Dächer sind da geflitzt? Zack, zack, zack. Ist drauf? Oh. 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 Warte mal eine Sekunde. Da drüben, da gibt es was zu entdecken. Da war doch gerade noch was zu entdecken da drüben. Unbekannter Ort. Ach, das ist hier irgendwie ein Fallschirm oder sowas, oder? Haben wir mal wieder in. Das wäre ja auch mal nicht schlecht. Na, der ist da drüben auf der Kirche. Oder was das immer da drüben für ein Gebäude sein soll. Ach, oben drauf. Oh, ich sehe es gerade. Ja, ja. Oh, da gehen wir mal hin. Ich mich entdecken. Hast du gerade schon, oder? Nee. Nee, auch nicht. Ich über nicht. Geht irgendwie nicht. Ja, irgendwie ist auch mein Fernglas ziemlich zersprungen, habe ich fast schon das Gefühl. Na gut, wenn wir eh rübergehen, entdeckt man es ja sowieso. So, Uli, wo bist du denn hingeflitzt? So, und dann? Ich gerade nicht mehr. Ja, immer, ja. Hier und dann ist er rüber oder was? Kann ich. Ah! Das hier nicht bedeuten. Drüben auf der anderen Seite, okay. Auf der anderen Seite, ja. Hoppa! Und dann nochmal, hier ist er, dann war er hier und dann ist er wahrscheinlich hier hoch, oder? Hier ja, ist genau. Er hoch. Ach, warte mal, der ist hier entlang gelaufen. Ja. Und dann? Jetzt ist er irgendwie weg. Er weg. Jetzt nee, hier. Ist der hier hört er auf. Ist der dann? Oh, lass doch mal das Fensterbrett los. Ich glaube, der ist hier. Oh, schau mal. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Wie vielleicht hier, ja. Oh. Boah. Weil ich habe nämlich Spuren gesehen, die hier runtergeführt. Ah, genau, schau mal. Ach, guck mal, der liegt da. Ach, die haben den gekillt. Die haben den gekillt, okay. Jo. Auch nicht schlecht. Und auf die Lage hier selber stecken. Ja. Ach! Ich habe tatsächlich diese angeblichen Sprengbolzen alle verschossen, aber davon ist nichts explodiert. Ist nicht einer explodiert von, ja? Ja, super. Moment. Was hier? Der eine kriegt keine Armbrust und dem anderen explodiert es nicht. Das ist ein Telefon. Hier ein Telefon. Molly? Oh, benutzen. Was ist denn da draußen markiert? Achso, das ist die Kirche. Ja. Beziehungsweise die, wo wir hin müssen. Gespräch, danke.
Okay. Wir könnten wahrscheinlich gleich hier aus dem Fenster raus, oder? Genau, wenn das der Weg ist, ja. Oh! Okay. Ja. Jetzt explodiert es doch. Geht doch. Oh, scheiße. Oh, okay, da springt man gleich ganz runter. Nee, ich habe hier die falsche... Ich habe hier die falsche Taste gedrückt. Okay. So, gleich wieder hier rüber. Achso, hier ist es. Hui. Na, Mathilda, wir sind's. Das war doch für noch ein Typ. Na gut. Das ist doch wieder hier unsere Pilgerin, die hier uns auch schon mal voll getextet hat, gell? Ja, stimmt. Hier ist das Gewebe, das du haben wolltest. Wow, super Zustand. Wie von einem Chirurgen entnommen. Ja, als Pilger habe ich seinerzeit eine Menge Tiere gehäutet. Das merkt man. Hier kommt dein wohlverdienter Lohn. Gibt's noch eine Stufe? Yes. Weiß ich nicht. Fleischköder. Weil du nie verwendet. Doch, es gibt noch. Ja, ich auch nicht. Es gibt noch. Jagen 4. Neue Kundin ist da. Guck. Oh, Peacekeeper gestorben. Na, das ist so. Oh, also den wolltest du aufhängen. Oder haben sie, so den haben sie aufgehängt. Einen Moment bitte. Der hing aber lange. Nimm diese Salbe und verreibe sie unter dem Vollmond auf den Armen deines Mannes. Die Heilung wird eintreten, wenn der zweite Tag anbricht. Danke, Baba. Unter dem Vollmond? Nimm's mir nicht übel, aber das klingt wirklich nach Märchengedöns. Nachts ist es draußen gefährlich. Hör mal! Sei still, Corvus. Engstirnigkeit lässt sich nicht mit Gewalt beheben. An die Sicherheit der Leute zu denken, ist doch nicht engstirnig. Den Vollmond sieht man auch durchs Fenster. Und das reicht aus. Willst du wieder auf Jagd gehen oder nicht? Eine seltene Kreatur wurde gesichtet. Bring mir ihre Milz und ihre Leber. Aber es dürfen nur die Milz und die Leber dieser Kreatur sein. Woran erkenne ich die Kreatur? Keine Sorge. Wenn du sie siehst, weißt du, dass es die richtige ist. Oh, und sie wird nicht allein sein. Das ist ja nichts Neues. Und am besten nur nachts. Ich muss noch mal kurz ein bisschen rumheilen hier. Ja? Geht ja hier drin wieder nicht. Ach so, hey. Ich stelle mir noch eine Handvoll Bolzen her hier. Es sollte reichen. 95 Stück. Passt. So, wo ist denn der Eimer? Oh, der ist in einem anderen Gebiet. Ja. Tollwütiger Unhold. Und da kriegen wir 10 Pfeile irgendwas. Okay. Oh, ich hab fast keine Dietriche mehr. Mama, ich muss mal kurz mal ein paar Dietriche herstellen. Wenn ich schon mal dabei bin. Was sind das? Sprengpfeile gibt es dann also. Ah, das ist natürlich praktisch. Ja, ich hoffe, die funktionieren bei dir, weil bei mir funktioniert irgendwie nicht so doll. Also beim letzten hat es ja gut geklappt. Da haben wir ja alles angelockt, was Rang und Namen hatte. Kann es sein, dass hier die Kamille hier wieder nachgewachsen ist, oder habe ich die bisher einfach nicht gesehen? Weil ich konnte gerade hier drin wieder was ernten. Inne, stimmt. Stimmt. Da waren noch ein paar inne. Ja, genau. Ja, gerne. Ja. Hier im Verkaufsraum auch was? Nicht dabei. Okay, das wächst also nach, das ist gut. Okay, wir müssen... So. Was sagt also denn die Karte? Im anderen Gebiet ist das. Oh Gott. Oh, das ist ein paar Meter weg, ja, das stimmt. Aethor, aber das für Aethor ist auch leider neben. Das ist natürlich praktisch. Ach so, okay, dann können wir genauso gut nach dem Jagen machen wir gleich mal den Aethor und dann mal schauen, wie es dann weitergeht, oder? Und wir machen eine Schnellreise zur U-Bahn und dann sind wir gleich daneben. Wenn das geht, muss ich die machen? Keine Ahnung. Mach mal eine. Oh, zoom doch nicht gleich so nah ran.
So, ich mach mal eine schnellere. Also, ja, ich bin schon unterwegs. Achso, okay, können wir auch separat reisen, okay. So, wir fahren mit der Bahn, wir fahren mit der Bahn. So, passt. Gut. Öfter heute wie geschnitten Brot hier. So. Mhm. Lass mich mal in Ruhe. So, 150 Meter. Mehrere unentdeckte Orte. Oh. Sind überall. Schon. Sind überall welche. So, lasst uns alle mal in Ruhe, bitte. Wir haben Wichtigeres zu tun. Oh. Sind von der Arzneimittelbranche. Evakuierungskonvoi. Lass mich raten, der ist hier drin, oder? Komm mal hier hoch. Uah. Uah. Sind wir noch dahinter? Okay. Ups. Ups. 30 Meter unter mir? Unten? Der wird hier drin rumstehen, ne? Wow, 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 was ist das? Was ist? Was war das gerade hier für ein Ding? Pass auf, du stirbst irgendwie gleich. Oh, scheiße. Ich auch. Irgendwas giftig? Ja, keine Ahnung. Irgendwie, ist hier gerade was explodiert. Also irgendwas. So ein grüner Rauch oder so ein Scheiß. Oder einer hat irgendwas geworfen. Ich hab's nicht genau mitbekommen. Aha, okay. Es geht um den Klops da. Na gut. Dann schauen wir doch mal, was der Bogen so drauf hat. Ach, den unten? Ja, ja, den nehmen wir. Da fällt der Lump. Schießen. Sehr schön. Können wir gleich mal die ganzen so. Nussis auch killen hier. Zack. So, kommen wir dann hier günstig runter? Ja, das geht schon. Oh, da stehen noch ein paar. Dürfte ja der gewesen sein, ne? Ich nehme es mal, ne? Ja. Ach! Ach, da ist einer, der hier irgendwas schmeißt hier. Ach, so eine Hexe da oben drin. Da oben im Fenster drin. Ja. Verstehen, du blöde Bitch. Wo ist er denn? Oh, die schmeißt nichts mehr. Du? Was mit dir? Was bist du? Bumm. Hm. Ob wir die ganzen Armbrustbomben wieder einsammeln können hier? Oh. Hier stecken ein paar Armbrustbolzen im Boden drin. Sehr gut, das ist ja tiefenentspannt. Dich habe ich. Hier geht noch was. Oh.